لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Fähigkeit bekommen, mit wenigen Worten vieles auszusagen. Und das sagte der Prophet auch alayhi salatu wasalam in einem Hadith, in einer Aussage von ihm. Er sagte: Utitu jawami al-kalim. Mir ist die Fähigkeit gegeben worden, mit wenigen Worten vieles auszusagen. So sagte der Prophet alayhi salatu wasalam beispielsweise: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Hier sagt der Prophet nicht, er soll nur Gutes reden. Hier sagt der Prophet alayhi salatu wasalam nicht, er soll nicht Schlechtes reden, sondern er sagt, er soll Gutes reden oder schweigen. Das heißt, bevor wir anfangen zu reden, sollten wir erst darüber nachdenken, hat das, was ich gerade sage, einen Sinn oder hat das keinen Sinn? Denn oft ist es so, dass man etwas erzählt, was keinen Nutzen hat und was einen dann stufenweise da reinführt, etwas zu sagen, was haram ist. Ja? Das heißt nicht, es ist haram, etwas zu sagen, was keinen Nutzen hat. Aber der Gläubige sollte sich darauf konzentrieren, nur Sachen zu sagen, die Nutzen haben. Denn der Prophet a.s. sagte in einem anderen Hadith: At aktharu ma yudkhilu nas an-nar al-fam wal-farj. Das, was die Menschen am meisten in die Hölle hineinbringt, ist der Mund und sind die Geschlechtsteile. Ja. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Sure 49, Vers 6: Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasikum bi naba'in fatabayyanu. Das heißt sinngemäß, o ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler, ein Sünder zu euch kommt mit einer Kunde, der berichtet euch was über irgendjemand oder irgendwelche Leute, dann schafft Klarheit, das heißt vergewissert euch, hat er die Wahrheit gesagt, stimmt das wirklich oder stimmt das nicht? Und wenn wir sehen im Islam, wie wichtig diese Sache ist, es ist beispielsweise so, dass sogar wenn ein Ehemann seine Frau bei Zina erwischen würde, ja, bei Zina erwischen würde, oder jemand würde eine Frau bei Zina erwischen, beziehungsweise einen Mann bei Zina erwischen, er würde sie im Bett liegen sehen, ja, diese Sache wird nicht akzeptiert von einem Gericht, bis er vier Zeugen hat. Bei dem Mann ist es eine Sache, dass es dann noch um Schwur etc. geht, aber nehmen wir mal an, irgendjemand sieht eine, die erwischt Leute bei Zina. Sein Zeugnis alleine wird nicht akzeptiert, er braucht vier Zeugen. Das bedeutet, selbst wenn er kein Frevler ist, und das ist dazu da, damit niemand aus Ungerechtigkeit beschuldigt wird. Man muss also auf Nummer sicher gehen und deswegen muss man auf Nummer sicher gehen, wenn man jemanden beschuldigt. So seht ihr zum Beispiel, dass wir immer versuchen, möge Allah uns noch mehr Mühe daran geben, immer ganz genau zu sein, wen man beschuldigt. Denn ihr müsst wissen, wenn man ungerecht ist und wenn man lügt, dann wird Allah einem die Baraka, den Segen, wegnehmen. So haben wir zum Beispiel unsere Feinde vom IS. Wir haben nie in der ganzen Zeit Zeitungsberichte veröffentlicht, wo wir nicht irgendwelche anderen Beweise hatten, dass das wirklich stimmt. Oder wozu sie sich selber bekannt hatten. Zum Beispiel, es gab viele Berichte darüber, dass sie menschliche Schutzschilde genommen haben. In Mosul. Wir haben da nie drüber gesprochen. Warum? Weil wir nicht sicher waren, ob diese Kunde stimmt. Das heißt, selbst über deinen Feind, selbst über einen Käfer, musst du die Wahrheit sagen. Du darfst nicht lügen. Allah sagt weiter, nochmal, um nur auf den Vers zurückzukommen. Schafft Klarheit, vergewissert euch, stimmt das wirklich? Ein Beweis für dieses Vergewissern ist, für dieses auf Nummer sicher gehen mit Beschuldigen ist, dass sogar bei Sinna, wo man jemanden auf frischer Tat ertappt, vier Zeugen bringen muss. Vier Zeugen bringen muss. Und dann sagt Allah, warum das so ist. Damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung beschuldigt und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfindet. Ja? Damit ihr nicht über das, was ihr getan habt, Reue empfindet. Das heißt, man beschuldigt jemanden aus Unwissenheit, man weiß es nicht ganz genau, man sagt irgendetwas, man tratscht irgendetwas weiter, was irgendeiner erzählt hat, was nicht sicher ist, und man wird dafür Reue empfinden, spätestens am jüngsten Tag, weil es ist eine gefährliche Angelegenheit. Und der Prophet a.s. sagte: Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaditha bi kulli ma yasma. Es reicht für eine Person, ein Lügner zu sein, alles weiter zu tratschen, was er hört.
alles weiter zu tratschen, was er heute erzählt. Er erzählt irgendwas, irgendwann erzählt, und es gibt Leute, die sind krank, die leiden unter paranoiden Persönlichkeitsstörungen. Sobald ihnen irgendeiner eine Verschwörung erzählt, irgendeiner etwas erzählt, reimt er sich sofort irgendetwas zusammen und tratscht diese Sachen weiter. Und deswegen muss man aufpassen. Und ich gebe mir an erster Stelle und jedem anderen Muslim und auch Nicht-Muslim den Ratschlag, dass bevor wir irgendetwas weiter tratschen, irgendjemanden beschuldigen, weil wir es von irgendjemandem gehört haben, der, wo wir uns nicht sicher sein können, ob das überhaupt stimmt oder nicht, dass wir vorsichtig sind, denn der jüngste Tag ist nah. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Möge Allah uns Ikhlas geben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.